Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live. Und wir sprechen jetzt über den schrecklichen Mordfall an der erst 13-jährigen Leonie. Und bei mir zu Gast im Studio ist jetzt Gökhan C. Er ist einer der Nachbarn jener afghanischen Tatverdächtigen, die in diesem Mordfall jetzt verhaftet wurden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben in der Wohnung neben diesen Tatverdächtigen gelebt. Es handelt sich dabei um mehrere Afghanen. Vielleicht können Sie das kurz erklären, Ihre Wohnung ist und wo deren Wohnung war. Ich wohne gleich neben den... Daneben, ja? Daneben, weil die wohnen auf Tür Nummer 3, ich wohne auf Tür Nummer 1. Und das ist in einem Gemeindebau im 22. Bezirk? In der Erzurzucker Straße, ja. Ja. Und Sie haben am Samstag ja schon was mitbekommen, oder? Nein. Also Sie sind am Samstag vorbeigegangen an der Wohnung und da nein, war nein, am Freitag war das. Oder am Freitag sogar. Am Freitag, genau. Ja. Was haben Sie da gesehen in dieser Wohnung? Am Freitag, so Nachmittag, eher 16, 17 Uhr, habe ich eine Dame, Jugendliche, den Alter weiß ich jetzt leider nicht, und hat mit schwarzem T-Shirt und mit schwarzer Hose auf dem Fensterbrett gelegen und geraucht. Mhm. Dann bin ich in die Wohnung reingegangen, ich habe mal was geholt und dann bin ich rausgegangen und erst Samstag in der Früh um 8 Uhr bin ich nach Hause gekommen. Mhm. Und da haben Sie dann noch was gehört aus dieser Wohnung? Nein, oder? Nicht, weil ich habe dann den ganzen Tag geschlafen und nächsten Tag bin ich zum Arbeitsplatz gegangen und dort haben die mir gesagt, es war eine Leiche auf dem Boden, wo ich wohne. In der Nähe? In der Nähe, ja. Und dann habe ich gesagt, was war los und so weiter. Die haben gesagt, ja, eine Jugendliche, damals hat geheißen 18-Jährige, war tot auf der Wiese gelegen. Und dann haben Sie schon einen Verdacht gehabt, dass das vielleicht die gewesen sein könnte. Und dann habe ich gleich einen Verdacht gehabt und dann bin ich gleich zurück neben meiner Wohnung gegangen und dort waren Zivilisten. Und dann habe ich gesagt zu den Zivilisten, kann ich denn kurz ein Foto von dem Mädchen sehen? Mhm. Und die Zivilpolizisten? Ja, Zivilpolizisten waren dort und auch mit Hunden und so weiter waren die auch dort. Die haben dort bei Ihnen im Hof? Nein, die waren draußen, wo die Leiche waren. Und dann haben Sie gesagt, können Sie mir ein Foto zeigen? Ja, und die haben mir das Foto gezeigt, aber das Foto konnte man nicht so erkennen, weil sie war schon tot. Die haben mir diese... Foto, was tot war, von der Leiche gezeigt. Und dann habe ich gesagt, na, das war nicht diese Mädchen, was ich gesehen habe, bei dem Fensterbrett. Okay. Und dann habe ich gesagt, schau, ich habe einen Verdacht, kommen Sie mit mir, ich habe dem Wohnung gezeigt. Mhm. Und dann haben Sie der Polizei, wann war das jetzt genau, am Samstag? Am Sonntag war das. Am Sonntag. Sonntag so circa 10, 11 Uhr. Also am Sonntag Vormittag. Zwischen 10 und 11 Uhr haben Sie der Polizei vor Ort gesagt, Sie haben einen Verdacht. Ja. Und die ist dann mit Ihnen mitgegangen in den Hof des Gemeindebaus. Ja, und habe ich dann auch den Wohnung von denen gezeigt. Ja. Und das war der Alarm. Ja. Und habe ich gezeigt, den Wohnung. Ja. Und dann haben die geklopft, hat keiner aufgemacht. Mhm. Und dann bin ich kurz wieder zurück in die Arbeit gegangen und nach halber Stunde später bin ich wiedergekommen in die Wohnung. Ja. Und die waren noch immer neben der Wohnung von dort. Ja. Und die Polizei. Die haben noch weiter geklopft und so weiter. Und aber es hat niemand aufgemacht. Hat niemand aufgemacht und einer hat den Fußmatte genommen und hat neben der Tür hingelegt, dass jemand rein oder rauskommt, dass die schauen wollten. Und dann sind die weggegangen. Mhm. Und ist dann nichts passiert. Am Montag in der Früh habe ich dann die Teppich gesehen. Mhm. Am Montag in der Früh, so ging es dann weiter, haben Sie dann einen Teppich gesehen im Hof. Ja. Und das dürfte dieser Teppich gewesen sein, in dem die Leiche von Leonie anscheinend eingewickelt wurde. Habe ich so vermutet. Ja. Und dann habe ich dann die Polizisten angerufen und habe ich gesagt, ja, ich habe einen Teppich gefunden. Kommt hier, schaut sie mal. Und dann die Dame, was bei Telefon war, hat gesagt, ja, was für ein Teppich. Habe ich gesagt, ja, bei meiner Nachbarschaft wurde ein Mädchen getötet und ich habe hier einen Teppich gefunden. Können Sie mal kommen und nachschauen? Und dann hat sie gesagt, ja, wie kommen Sie drauf, dass das dieser Fall ist? Habe ich gesagt,
Ich komme nicht drauf, aber ich habe schlechte Gerüche. Vielleicht kommen Sie und schauen Sie mal auf dem Teppich, vielleicht finden Sie was. Und dann hat gesagt, okay, ich soll warten. Mhm. Die haben jetzt zu tun, hat die Dame gesagt. Habe ich gesagt, okay, ich warte neben dem Teppich, ich gehe nirgends weg. Und nach 15 Minuten später haben die mich wieder zurück angerufen, Polizisten, haben gesagt, wo sind Sie? Ich habe gesagt, ich warte neben dem Teppich. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, wir kommen. Die sind dann gekommen. Einer hat den Teppich durchgesucht und es war Durex drinnen. Mhm, also ein Kondom? Kondom war drinnen in dem Teppich. Und dann haben die mit dem anderen gesprochen und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, ich kann schon weggehen von da. Und dann ich bin weggegangen. Okay. Und nach 15, 20 Minuten später sind die dann Vegas, glaube ich, rein in die Wohnung gegangen. Ich war damals Vega gekommen da. Und ja. Dann wurden die verhaftet. Ja. Was waren das für Typen, diese Afghanen? Sie haben ja neben denen gewohnt, Sie haben die ja wahrscheinlich auch immer wieder mal gesehen. Waren die unangenehm? Nein, so unangenehm waren die nicht. Zu mir waren die wirklich normal. Okay. Mit Wie viele Afghanen haben da gewohnt in dieser Wohnung? Normalerweise drei Leute. Drei Afghanen? Drei Afghanen. Alle aus Afghanistan? Ja. Ja? Das war einerseits dieser 18-jährige Afghane? Die alte kann ich jetzt Ihnen nicht sagen, weil die waren schon älter. Ja, aber Ihrer Meinung nach waren die nicht 18? Nein, nicht. Ja. Der ältere war schon ungefähr 30. Haben älter ausgeschaut auf jeden Fall. Ja. Ja. Und haben Sie mit denen gesprochen auch manchmal? Einmal, als ich meine Wohnung ausgemalt habe. Mhm. Dann meine Tür war offen, weil ich habe auch draußen Tür habe ich lackiert und war offen. Und dann eine ist dann diese Ältere ist dann zu mir gekommen, als ich den Türstock lackiert habe. Ja. Und dann haben wir kurz geredet. Er ist in meine Wohnung kurz reingekommen, hat geschaut und dann hat gesagt, ja, deine Wohnung ist größer als meine. Und dann ich bin zu seiner Wohnung reingegangen, habe ich geschaut. Es war ein Zimmer kleiner als meine Wohnung. Und dann haben wir so kurz geredet und dann ist er weggegangen. Mhm. Und die haben ja dort mit Drogen gedealt anscheinend. Ist Ihnen das aufgefallen? Weil das hat mir wirklich aufgefallen, weil es kommt immer täglich Jugendliche dort rein. Zu denen sind täglich Jugendliche gekommen? Ja. Und die haben immer bei mir geläutet. Aha. Und ich habe die Türen nicht aufgemacht. Die haben immer um 7 Uhr in der Früh und so weiter geläutet. Damals habe ich geschlafen. Und die haben mich immer aufgeweckt. Ich habe das Fenster aufgemacht, habe ich denen geschrien und dann habe ich das Fenster wieder zugemacht. Ja. Und bin ich was wieder, haben Sie geschrien? Habe ich gesagt, was macht ihr, wieso läutet ihr bei mir? Und dann haben die gesagt, ja, Entschuldigung, wir wollten bei Nachbarn läuten. Habe ich gesagt, dann tut ihr bei ihm läuten, wieso tut ihr bei mir läuten? Und da sind immer in der Früh Jugendliche gekommen, ja, in der die Früh. Sich Drogen von diesen Afghanen geholt haben. Also es waren Drogendealer. Ich glaube schon, weil das hat dieser Verdacht mir gegeben. Mhm. Und da gab es auch Partys bei denen immer wieder? Ab und zu in der Nacht immer. Ja, waren Partys? So am Wochenende, die waren schon laut. Die waren laut, ja. Und wer war da dort bei diesen Partys? Waren das andere Afghanen? Waren das eher das weiß Kunden ich Ihrer Meinung ich bin nach? Drogenkunden? Waren das Frauen? Nein, waren eher Frauen. Okay, die dort waren ja. Bei denen. Und das haben Sie durchs Fenster gehört oder gesehen? Ja, gehört auch, wenn da auch rausgegangen sind. Die sind dann mit 6, 7 Leute, mit 5, 6 Mädchen sind immer rausgegangen. Mhm. Um so 2 Uhr, 3 Uhr in der Früh sind die immer von, die waren schon laut. Mhm. Waren die gewalttätig auch? Weil die haben ja alle Vorstrafen, teilweise auch wegen schwerer Körperverletzung. Einer hat auch mit einem Messer und einer Pistole jemand bedroht. Haben Sie das hier mitbekommen? Na, sowas habe ich nicht mitbekommen, weil ich bin immer in der Nacht zu Hause und untertags bin ich nie zu Hause. Ja. Deswegen aber hat man das im Gemeindebau, im Hof bei Ihnen erzählt, dass die gewalttätig sind oder dass die gefährlich sind, dass man da aufpasst? Nein, nicht. Aber ich habe schon gesehen, dass das Fenster einmal kaputt war, Glasscheiben und so weiter. Okay. Und wie Sie mit denen geredet haben, was haben die für einen Eindruck gemacht? Normal, wie normale Menschen waren die. Okay. Haben Sie das denen zugetraut, dass die sowas Schreckliches machen können? Als ich mit denen geredet habe, nicht so. Mhm. Aber dann, als Sie die Leiche gesehen haben, anscheinend schon, weil Sie ja sofort den Verdacht hatten, dass das die gewesen sein könnten. Warum haben Sie gedacht sofort, das könnten die sein? Weil als ich am Freitag den jugendlichen Mädchen dort gesehen habe, dann ist mir gleich in den Kopf so was reingefallen. Okay. Weil ich habe gewusst, dass es in dieser Wohnung was nicht stimmt. Ja, wie, das war Bauchgefühl, dass Sie gesagt haben, in dieser Wohnung stimmt einfach was nicht. Das stimmt, ja. Die machen da kriminelle Dinge dort. Das stimmt. Ja.
Wie sind die gegenüber Frauen gewesen? Haben Sie das mitbekommen? Haben die Frauen nicht respektiert bei Ihnen im Gemeindebau? Gab es da Vorfälle? Nein, solche Sachen habe ich nicht gesehen. Mhm. Okay. Wie ist die Stimmung bei Ihnen im Gemeindebau jetzt, nachdem sozusagen der einer Ihrer Nachbarn, Ihrer Mitbewohner am der Mordverdächtige sind? Wie meinen Sie? Also haben Sie mit anderen geredet, mit anderen Nachbarn? Ja, mit dem anderen Nachbarn habe ich schon geredet und die haben sich bei mir bedankt, dass ich die Polizei angerufen habe, dass ich es verständigt habe. Und dann habe ich denen auch gefragt, wieso habt ihr nicht gemacht? Und die haben gesagt, ja, die haben Angst gehabt. Okay. Habe ich gesagt, für was habt ihr Angst? Und die sagen, ja, die haben Kinder. Ich habe gesagt, ich habe auch Kinder. Aber wenn man sowas nicht macht, wenn man Polizei nicht hilft, dann kann das uns auch passieren. Ja, haben Sie eigentlich Angst? Haben Sie Sorge, dass sich die rächen könnten an Ihnen, diese Afghanen? Normalerweise schon, ja. Okay. Habe ich schon jetzt Angst. Dass die da irgendwie... Ja, weil ich vermute, das ist jetzt nicht 3-4 Leute, es gibt sicher eine Bande hinter denen. Mhm. Dass das ein Clan ist? Ja. Mhm. Weil wenn man mit dem Drogen dealt, und das ist sicher nicht mit 2-3 Leuten zu tun, glaube ich. Ja. Wie geht es Ihnen jetzt, nachdem Sie wissen, dass neben Ihnen wahrscheinlich ein Mord passiert ist in der Wohnung? Wie schläft man da in der Nacht? Sehr schlecht, weil ich habe auch jetzt gestern in der, habe ich auch nicht geschlafen. Mhm. Jetzt habe ich wirklich Angstgefühle. Mhm. Ja, Gökhan Zeyd, vielen Dank, dass Sie zu uns in die Studie gekommen sind, dass Sie erzählt haben, diese Geschichte, und auch, dass Sie da die Polizei informiert haben über diesen Fall und damit wahrscheinlich auch zumindest das ins Rollen gebracht haben, diese Verhaftung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und wir bleiben beim Mordfall Leonie. Gleich zu Gast bei mir ist der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.